von CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind soeben wieder Zeugen einer kaiserlichen Pulverfass-Rhetorik geworden und nationaler Verklärung. Ich warne davor, denn der heutige Tag bietet Anlass genug, nach vorne zu blicken und auch ein paar innovative Ansätze zu bringen. Denn heute ist der 74. Jahrestag der Unabhängigkeit vom Libanon, und einige von uns werden uns sicherlich heute Abend auch in der libanesischen Botschaft wiedersehen. Und einige Kollegen haben heute auch den Blick nach vorne gerichtet. Ich möchte ausdrücklich auch Norbert Röttgen, Alexander Radwan und Omid Nuripur ansprechen. Der Blick nach vorne heißt doch, Libanon und Irak sind Spielball schiitischer und auch sunnitischer Interessenpolitik geworden. Der Libanon ist kurz davor, zusammenzubrechen. Wir müssen alles tun, dass der Libanon nicht nur erhalten bleibt, sondern dass dieses fragile Gebilde auch im nächsten Jahr, im Mai, die vorgesehenen Parlamentswahlen durchführt. Das ist die Politik, die wir brauchen. Und da ist es ein ganz großer Fehler, wenn von der rechten Seite dieses Hauses gesagt wird, gestern der Fraktionsvorsitzende und heutige einige andere wieder, dass deutsche Außenpolitik auf die Grenzen Deutschlands, bestenfalls vielleicht der Europäischen Union, begrenzt sein soll. Ich will ganz deutlich machen, wer von uns schon in den Flüchtlingslagern in Za'atari, Jordanien war oder in Sachle in der BKA-Ebene oder in Gaziantep in der Türkei oder in Dohuk und Sharia im Irak, so wie ich und andere. Die wissen, was dort die Menschen bewegt, politische Verfolgung, ethnische Verfolgung, religiöse Verfolgung. Und unsere Aufgabe ist es, dort zu helfen, und das geht nur mit einer europäisch abgestimmten Initiative. Was haben wir denn in der Hand? Wir beraten heute die Mission Counter Daesh. Wir haben unsere Ausbildungsmission beraten. Demnächst werden wir UNIFIL beraten. Das sind drei Missionen, die sich um Libanon, um Irak, teilweise Syrien kümmern. Wir müssen diese Einsätze zusammenbinden und strategischer betrachten. Unsere Verteidigungsministerin hat sehr klar in dieser Woche und in der letzten Woche europäische Instrumente vorangetragen unter deutscher Anleitung, dass wir die europäische ständige strukturierte Zusammenarbeit voranbringen. Das machen wir in Ausbildung, Logistik, in medizinischer Versorgung, und wir machen es bewusst zunächst in den weichen Themen. Wir müssen alles tun, dass Eltern Aussicht haben, dass ihre Kinder in den Flüchtlingslagern Schule besuchen können, dass sie lernen, schreiben und lesen, dass sie in der Lage sind, gesunde Ernährung zu erhalten, dass sie in der Lage sind, eine Bleibeperspektive zu haben. Und das machen wir nicht, indem wir unsere Grenzen zumachen, sondern indem wir rausgehen, uns dort engagieren mit unseren Missionen, indem wir zeigen, Europa lässt die Region nicht im Stich. Und deswegen muss auch ein Bundesaußenminister, eine Verteidigungsministerin in dieser Übergangszeit intensiv zusammenarbeiten, dass wir handlungsfähig bleiben in Europa. Denn es geht hier auch um etwas. Im Libanon sind rund 100.000 Raketen hochmodern ausgerüstet vom Iran auf Israel gerichtet. Viele von uns hier im Hause bauen auf das Nuklearabkommen mit dem Iran und denken, das führt zu Entspannung und führt auch zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Prosperität. Und leider wurde heute auch eine Äquidistanz gefordert zwischen Iran und Saudi-Arabien. Meine Damen und Herren, es gibt einen Riesenunterschied. Saudi-Arabien beteiligt sich am Friedensprozess mit Israel nach zähem Ringen und harten Jahren. Es beteiligt sich, es verhindert ihn nicht. Aber der Iran ist nicht mal in der Lage, das Existenzrecht Israels anzuerkennen. Und das sollten wir sehr, sehr deutlich unterscheiden. Und es wäre wirklich eine Abrüstungsinitiative in der Region wert, wenn wir uns zusammensetzen, Europäische Union und diejenigen, die im Libanon auch das Sagen haben, wie Russland in der Kontaktgruppe und China, wenn es uns gelingen würde, aus europäischer Seite eine Initiative zu starten, dass der Iran einsieht, dass die ballistische Bedrohung Israels über die Hisbollah einzustellen ist, dass wir die größte Abrüstungsinitiative, die der Nahe und Mittlere Osten je gesehen hat. Lasst uns dafür kämpfen. Das wäre deutsche Außenpolitik. Das ist etwas, wo wir auch mit der Europäischen Union nicht immer nur reagieren und Hilfsgelder zur Verfügung stellen in hohem Maße, 10 Milliarden Euro für Syrien, 3,6 Milliarden von Deutschland, sondern es wäre auch ein Zeichen, dass wir in der Region prägend wirken, dass wir nach vorne schauen und nicht kaiserliche Abschottungspolitik machen und ein Tor in Israel zerstören, in Jerusalem, damit der Kaiser durchreiten kann. Entscheidend ist, dass wir verlässlicher Partner von Israel bleiben müssen und dass wir alle Partner in der Region
auch Saudi-Arabien ermutigen, den Friedensprozess mit Israel fortzusetzen. Und deshalb müssen wir auf der einen Seite Saudi-Arabien massiv kritisieren und auch viele Rüstungsexporte überdenken. Aber wir dürfen Saudi-Arabien nicht China und Pakistan überlassen, sondern müssen Saudi-Arabien stärken in der Rechtsstaatlichkeit und im Aufbau einer vernünftigen Zivilgesellschaft. Wenn uns das gelingt, dann war der heutige Tag nicht umsonst. Und wir sollten in diesem Parlament konstruktiv in die Zukunft denken. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes für die SPD-Fraktion Frau Gabriele Heinrich.